Man redet immer so viel drüber, ja, kann ich den Selbstmord dann möglichst schmerzfrei machen oder sowas? Ich finde, es sollte viel mehr Wert drauf gelegt werden, den zu verhindern. Wir starten jetzt mit der wichtigsten Frage dieser Diskussion und mit der ersten Frage von 13 Fragen. Sollte jeder Mensch ein Recht auf organisierte Sterbehilfe haben? Wenn ihr jetzt sagt ja, dann geht ihr einen Schritt ins grüne Kästchen. Und wenn ihr sagt nein, nicht jeder oder keiner, dann geht ihr einen Schritt ins gelbe Kästchen. Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Sterbehilfe befasst? Das Ding ist nämlich, rund 100.000 Menschen versuchen sich jährlich in Deutschland umzubringen. Ungefähr 10.000 Menschen von denen sterben am Ende tatsächlich. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt beschlossen, in Deutschland hat jeder Mensch einen Anspruch auf Sterbehilfe, egal ob kerngesund oder schwer krank. Doch wer entscheidet final, ob jemand sterben darf oder nicht? Darüber diskutieren wir heute hier bei 13 Fragen. Und für euch heißt es ab jetzt, wenn ihr einer Aussage der anderen Seite zustimmt, dann geht ihr einen Schritt auf sie zu. Und wenn ihr der Aussage nicht zustimmt oder richtig sauer seid und dieser Wut Ausdruck verleihen wollt, dann geht ihr einen Schritt zurück. Und ich will heute natürlich, das ist mein Ziel, euch möglichst weit hier ins Kompromissfeld bringen. Und deswegen, umso mehr ihr euch bewegt, umso besser für mich. Brigitte, ich möchte mit dir gerne anfangen. Du bist ja Mitglied in einem Sterbehilfeverein. In was für einem Moment kommt man auf den Gedanken, da trete ich jetzt mal ein? Das ist bei mir eine ganz persönliche Erfahrung. Und zwar hat das mit meiner Mutter zu tun, die vor 3 Jahren einen sehr, sehr schlimmen Sturz hatte. Und es kam dann so, dass sie nach 6 Wochen querschnittgelähmt war. Und als 89-jährige Frau, die ihr ganzes Leben lang selbstständig war, bis zu dem Sturz, konnte sie das nicht verkraften. Sie wollte sterben. Außerdem hatte sie Schmerzen, die offenbar nicht therapierbar waren. Mhm. Und ich habe ihr vorgeschlagen in ihrer Verzweiflung, dass ich sie, wenn sie das möchte, in die Schweiz begleite zur Sterbehilfe. Ich denke, dass es eine Anmaßung ist, über das Leben eines anderen Menschen zu bestimmen. Jeder Mensch hat das Recht, über sein Leben und seinen Tod selbst zu bestimmen. Ja, ich bin dann mit meiner Mutter zusammen in diesen Verein eingetreten. Meine Mutter ist ohne Sterbehilfe verstorben damals. Die Zeit hat uns überholt. Ich bin aber drin geblieben, weil ich das für mich auch sehr wichtig finde, eventuell im gegebenen Fall in Anspruch zu nehmen. Ich würde auch total interessieren, wie seht ihr das eigentlich? Also ist euch das wichtig, diese Option zu haben, euren Tod selbst bestimmen zu können? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr steht jetzt auf der anderen Seite. Wollt ihr euch dazu positionieren? Würdet ihr einen Schritt auf Brigitte zugehen? Die Frage ist halt, ob es ein Recht auf Organisationen gibt, die sozusagen einem beim Suizid assistieren. Und das heißt ja, dass jeder dieses Recht in jeder Situation annehmen kann. Und das Verfassungsgericht hat ja auch keine neue Rechtslage geschaffen, sondern nur klargestellt, was unsere Rechtslage ist und auch immer hier war vor 2015, nämlich dass Suizid bei uns straffrei ist, anders als in Niederlanden oder Österreich, da ist die Beihilfe zum Suizid eine Straftat und dass jeder jedem damit auch dabei helfen darf. Wir haben ihm nur nicht, oder das wollte der Gesetzgeber mit diesem Paragraph 217 ja unterbinden, der wollte ja nirgends Selbstbestimmung einschränken, sondern wollte Menschen schützen vor sehr unseriösen Sterbehelfern, die wir hier hatten. Bei Sterbehilfeorganisationen, die eben geschäftsmäßig professionell Beihilfe zum Suizid oder dann vielleicht irgendwann auch Tötung auf Verlangen anbieten, sehe ich einmal die große Gefahr, dass eben Patienten, die oder Menschen, die einen Sterbewunsch äußern, nicht wirklich gut geschaut wird, ob da vielleicht was anderes dahinter steht, es eher auch darum geht, so nicht mehr leben zu wollen. Philipp, du möchtest nicht selbst entscheiden, wann du stirbst, also quasi genau der Kontrast zu Brigitte. Warum? Wenn man sich die Frage stellt, woher das Leben kommt, habe ich einfach krasse Erfahrungen gemacht, dass es da vielleicht doch jemand gibt, der uns das Leben gegeben hat und dass wir nicht so die Berechtigung haben zu sagen, okay, das Leben ist jetzt vorbei. Ich habe selber einen Tumor auf der Brust und mir haben schon ganz viele Leute vorgeschlagen, dass ich ja auch mir Gedanken machen sollte, ob ich eventuell Sterbehilfe in Anspruch nehmen soll. Ich bin aber der Meinung, dass das Leben dann vorbei ist, wann Gott es will, weil ich daran glaube, dass es jemand gibt, der uns geschaffen hat und der auch einen Plan für uns hat und der das auch in die Hand nehmen sollte, wann das Leben vorbei ist. Also das ist meine 3. Krebsdiagnose. Die letzten Male konnte ich kaum laufen, ich war einfach mental auch überhaupt nicht fit und diesmal geht's mir gut. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du die Diagnose bekommen hast? Wie hast du darauf reagiert? Da war ich in so einem dunklen Zimmer mit einem Arzt, einem Computerbildschirm und da bin ich in so ein krasses Loch gefallen, wo ich wusste gar nicht wirklich, was Krebs ist und habe mich irgendwie an meine Nachbarin erinnert, irgendeine alte Frau, die hat Krebs gehabt und ich krieg das jetzt und ich wusste überhaupt nicht mehr weiter. Also für mich ist die Welt so zusammengebrochen, ich konnte damit gar nicht umgehen.
Und du sagst quasi, deswegen bist du gegen einen selbstbestimmten Tod, zumindest bei dir, weil du dein Leben dann vielleicht sogar schon beendet hättest und man das nie genau wissen kann, wie so eine Krankheit verläuft? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe danach sogar meine zweite Krebsdiagnose. Mhm. Hieß es auch, meine Mutter soll lieber den Leichenwagen holen als den Krankenwagen, weil es mir so schlecht geht. Ich habe die Zeit auch teilweise ausgeblendet, weil es mir wirklich so schlecht ging. Da hätte ich wahrscheinlich schon Sterbehilfe in Anspruch nehmen können. Vielleicht sogar in dem Moment zugestimmt, wenn es jetzt die Option gegeben hätte. Und jetzt stehe ich hier, das ist 3 Jahre her und mir geht's gut. Und mein Arzt sagt, was ist da passiert, wie bist du wieder fit geworden? Und von daher sehe ich schon, es gibt da noch mehr zwischen Himmel und Erde. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr einen Schritt auf Philipp zugehen? Ja. Erik, du bist stehen geblieben. Ich verstehe deine Worte und die berühren einen natürlich total. Aber ich glaube, die größte Gefahr ist da quasi, dass du deine Perspektive für andere einnimmst. Ich erlebe jeden Tag in meiner Arbeit, was es mit Menschen macht, wenn sich kranke Menschen das Leben nehmen müssen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen und von der Medizin keine Hilfe bekommen. Ich sehe quasi die Opfer des Suizids neben den Verstorbenen. So wie man dir das Recht dazu eingesteht, das zu machen, finde ich, darf es auch die Antwort geben, die auf der anderen Seite ist, nämlich zu sagen, nee, ich habe für mich alles ausgeschöpft, was da ist. Und wie Leiden dort wahrgenommen wird, ist halt was sehr Relatives. Und ich denke, da ist die persönliche Freiheit, einfach höher zu bewerten. Stimmst du dem zu, du nickst? Teilweise. Also ich kann es mega gut verstehen, halt, wenn man irgendwie so die Erfahrung nicht macht oder jetzt gar nichts so damit anfangen kann oder selber nie in der Situation war und das nicht erlebt hat. Trotzdem glaube ich halt, ist für mich so grundsätzlich so ein bisschen die Frage, wer entscheidet über Leben und Tod? Geht es nach dem Leben auch weiter? Und ich sehe halt ganz klar die Gefahr, also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich fast eine palliative Chemo gemacht hätte, wo jetzt gerade sogar die Deutsche Ärztezeitung geschrieben hat, das macht keinen Sinn. Nur weil meine Freunde gesagt haben, ja, probier es doch aus und so. Und ich sehe eine ganz große Gefahr, dass man unter Druck gesetzt wird, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, nur weil ich mich zum Beispiel als Last empfinde. Und ich wäre auf jeden Fall so ein Mensch, ich will es immer allen recht machen. Ich würde dann, glaube ich, im Zweifelsfall vielleicht sogar sagen, ja, okay, ich nehme es jetzt in Anspruch. Und da so die Grenze zu kriegen, ist mega schwierig, glaube ich. Das finde ich auch gerade das, was du sagst, dass es mal was Individuelles ist. Es ist da nicht umso gefährlicher, jetzt eine Normierung herzustellen, wo wir sagen, da gibt es dann die Vereine, die das Patentrezept anbieten. Und zu dem Thema Selbstbestimmung, ich finde, dass dieser Begriff in dieser Diskussion teilweise völlig skurril verwendet wird, weil wir leben in sozialen Gemeinschaften und da sind wir weit entfernt davon, selbstbestimmt zu leben. Die Rentnerin mit 800 Euro Rente, die kann nicht mal entscheiden, selbstbestimmt, ob sie Veganerin sein will oder nicht, weil es sich bezahlen kann. Und wenn wir über den Tellerrand Deutschlands gucken und sehen, wo die Würde verletzt wird, ist es ganz anders. Also das würdige Leben und das Selbstbestimmte wäre ja erstmal schon mal ein Ziel. Du hast einen ganz wichtigen Punkt dabei, Verantwortung anderen gegenüber. Und die wird auch darin dann getragen, zu sagen, wenn ich gehe, versuche ich es so angenehm wie möglich für mein Umfeld zu machen. Weil egal, welche Regelung besteht, es wird ja dennoch der Suizid im stillen Kämmerlein durchgeführt. Erik, du hast Heiner gerade zugestimmt, also kannst du einen Schritt auf ihn zugehen? Ja. Welche Vorteile kann denn da eine legale, organisierte Sterbehilfe haben? Ein ganz großer Treiber von einem ungesunden Trauerprozess ist schlechtes Gewissen. Ich kann letzte Wünsche nicht erfüllen. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde bei uns. Einmal nicht auf Arbeit, sondern auf mich persönlich. Wenn meine Oma 85 zu mir sagt, Erik, hier ist jetzt Schluss, bitte hilf mir dabei. Also entweder lehne ich den Wunsch von ihr ab, komme quasi in eine Loyalitätsfalle, oder ich mache es, dann habe ich einen Menschen umgebracht. In die Situation möchte ich niemanden bringen. Und viel wichtiger noch, was ich in meiner Arbeit sehe, ist der psychische Schaden, den Suizide, die eben dann die Antwort sind, wenn ich keine medizinische Hilfe bekomme in dem Maße, wie ich sie brauche. Was ein Suizid auslöst in einer Familie, im Familiensystem, ist ein immenser Schaden, ein immenses Traumata. Hast du denn da ein konkretes Beispiel, wo es genau so eine Situation gab, wo du gesagt hättest, naja, bei den Angehörigen wäre vielleicht in dem Fall Sterbehilfe, hätte die ganze Situation und das Trauern besser gemacht? Ich hab zwei Extrembeispiele für mich, die aber eher durchaus beispielhaft sind, dass es für mich was anderes ist, und das machen wir in unserer Arbeit, Kinder darauf vorzubereiten, dass ein Elternteil stirbt. Das kann passieren bei einer Krebserkrankung. Wenn dieses Elternteil aber dann für sich die Antwort des gewalttätigen Suizides gibt, ist der Schaden bei den Kindern meines Erachtens also signifikant größer, als wenn die psychologisch betreut auf diesen Prozess vorbereitet sind. Und das Zweite, wo ich selber immer wieder in die Situation komme, ist,
wie häufig Menschen bei mir sitzen, die eine infauste Diagnose haben, die mir relativ deutlich sagen, wann sie sterben werden, wo einfach klar ist, was für ein Weg da vor denen liegt, dass sie das für sich selber entschieden haben, aber die dann immer damit kämpfen. Und ich weiß nicht, ob sich jemand an den Autor von Schick erinnert, den Herrndorf, der mit einer Krebsdiagnose beschreibt, der sich das Leben nehmen möchte und dessen größte Angst ist, wo schieße ich eigentlich hin, um wirklich tot zu sein. Und nochmal, es gibt die Suizide, du hast die Zahlen vorhin gesagt, und die werden wir auch nicht verhindern. Die Frage ist, können wir die in eine Bahn lenken, dass es fürs Umfeld und für den, der sich das Leben nimmt, ertragbarer wird? Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass du, Philipp, vorhin gesagt hast, dass du auch schon Momente hattest, wo du irgendwie einen Druck verspürt hast. Ja. Deswegen Frage an euch, könnte die Liberalisierung der Sterbehilfe nicht auch tatsächlich zu solchen Situationen führen, dass Menschen, zum Beispiel alte Menschen, die dann irgendwie Angst haben, dass sie ihrer Familie emotional sowie finanziell zur Last fallen, sich unter Druck fühlen und dann irgendwie denken, ja, das ist jetzt ein Mittel, was daraus führen würde? Also ich würde sagen, man muss das ganze Prozedere in irgendeiner Form standardisieren, wenn man den Begriff mal benutzen darf. Es kann natürlich nicht sein, dass irgendjemand zu einer Sterbehilfeorganisation geht und sagt, so, ich habe die Nase voll, ich möchte gerne nächste Woche sterben. Mhm. Es muss da schon bestimmte Hürden geben. Und der Suizident muss natürlich berücksichtigen, dass auf der anderen Seite Leute stehen, die keinen Fehler machen wollen und jemanden einfach in den Tod schicken. Das ist ja eine ganz klare Sache. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es auch zum Teil, keine Ahnung, dass man einen Fragebogen ausarbeitet, mit viel Empathie, patientenorientiert, mit ganz großer Feinfühligkeit, den man mit dem Suizidenten durchgeht. Und zwar in Anwesenheit eines Arztes und vielleicht auch noch eines Psychologen, eines Wunschmenschen, wenn man das will, so dass man wirklich am Ende sicher sein kann, dass derjenige eben nicht gedrängt wurde. Und ich glaube, man kann schon dann ein Gespür dafür bekommen, ob derjenige vielleicht doch noch lieber leben würde, wenn die Umstände denn anders wären, ja, oder eben sagt, nein, fragen das wir ist mal gut gemeint, aber also, ich möchte nicht. Wie wäre es denn für dich, wenn das einfach, ja, also wenn das jetzt einfach eine normale Option wäre, ja, würde so ein Test für dich helfen, so ein Fragebogen? Nee, gar nicht. Also ich muss da halt ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt den Druck von außen verspüren würde, dass ich zum Beispiel meiner Familie nicht mehr länger zur Last fallen möchte, dann würde ich natürlich den Fragebogen auch genauso ausfüllen. Ich bin ja nicht dumm, dass ich am Ende halt die Sterbehilfe genehmigt bekomme. Ich glaube, dass dieser Druck, auch wenn man dann eine Frage stellt und sagt, ja, ist da dieser Druck da und das vielleicht auch psychologisch hinterfragt. Ich war auch schon bei vielen Psychologen gewesen, auch während der ersten Therapie, wo es mir nicht gut ging. Die sind nicht auf den Grund gekommen, warum es mir eigentlich nicht gut ging und so. Also ich kann mich natürlich nur reinfühlen in deine Situation, aber ich habe sie noch nie erlebt. Hast du manchmal den Moment gehabt, wo du dachtest, oh, das ist so Scheiße für meine Familie, dass die sich gerade um mich kümmern müssen und ich merke, dass sie darunter leiden? Ja, tatsächlich. Also weil ich bin halt voll der lebensfrohe Mensch. So, ich würde nie auf die Idee kommen, Selbstmord machen zu wollen. Aber es war wirklich teilweise so, gerade bei meinen Freunden, die einfach mit der Situation nicht umgehen konnten, dass ich wirklich gedacht habe, ey, ich wäre lieber einfach nicht mehr da, als dass ich dann, das war für mich voll die Qual, auch meine Freunde dann zu sehen, die halt, die haben mehr gelitten als ich. Und das hat mir mega zu schaffen gemacht. Könnt ihr das irgendwie verstehen, dass das zumindest für ihn persönlich in solchen Momenten nicht gerade das Beste gewesen wäre, wenn das standardisiert ist? Das ist doch sozusagen das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Also da muss man doch, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass das... Aber ist es nicht realistisch, dass das auch noch viel häufiger passiert, gerade bei alten Menschen? Ja, das ist immer diese Projektion in die Zukunft, die natürlich keiner heute mit Gewissheit beantworten kann. Und das war ja auch im Urteil ganz klar zu lesen, dass das Gericht gesagt hat, sehr wohl hat der Staat die Pflicht, diese Umstände zu prüfen, um eben zu verhindern, dass Menschen aus solchen Zwängen heraus sich vielleicht oder gerade immer auf die Altenheime bezogen, gedrängt fühlen. Mhm. Da würde ich natürlich auch mal die Frage stellen, wie gehen wir eben mit unseren alten Menschen um? Ja. Was sind das für Rahmenbedingungen, von denen wir jetzt sagen, die sind so gravierend, dass sie dazu führen könnten, dass hier so eine Art sozialer Druck aufgebaut wird? Wir leben alle im Kapitalismus, das wissen wir so. Ist es nicht auch irgendwie realistisch, wenn man mal so in die Zukunft schaut, dass so ein Moment passieren könnte, dass vielleicht auch der Staat sagt, naja, Palliativmedizin ist zu teuer, alte Menschen gehen eh nicht mehr arbeiten, dann halt Sterbehilfe. Naja, ist das nicht also, was... Na klar, das ist auf jeden Fall die kostengünstigste Variante. Das letzte Lebensjahr ist unglaublich teuer. Ja, ja. Das wissen die Kassen auch.
Und nur was du gesagt hast, im Verfassungsurteil steht das Gegenteil drin. Da steht nämlich, dass wenn Menschen sagen, ich möchte niemandem zur Last fallen, dass das ein Grund ist, der zu akzeptieren ist. Das hat nirgends gesagt, der Staat muss, sondern der Staat kann überprüfen, Freiverantwortlichkeit, Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit eines Suizidwunsches. Und allein bei freiverantwortlich wird schon schwierig. Wie freiverantwortlich bin ich, wenn mir Tag ein, Tag aus klargemacht wird, mein Leben ist nichts mehr wert, ich bin ein Kostenfaktor. Und wenn ich Alternativen nicht weiß, dann ist das mit der Freiverantwortlichkeit nicht so weit hergeholt. Das sind alles unklare Begriffe, wo tatsächlich eben ich diese Normalisierung und gerade Standardisierung erschreckt mich dann eher, wenn die Leute im Altenheim das schon ankreuzen, ab welchem Status sie dann nicht mehr wollen. Mhm. Brigitte, ohne dass du Heiner jetzt in allen Punkten irgendwie zustimmen musst, verstehst du diesen einen Punkt? Ich kann hier im Grunde alle Punkte verstehen, aber irgendwie komme ich immer wieder auf einen Punkt zurück. Egal wie richtig oder falsch das alles sein mag, ein Mensch hat das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ich habe für mich selbst beschlossen, ich werde niemals in ein Seniorenheim gehen, in ein Pflegeheim. Denn ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Und da hat kein Mensch irgendwas mitzureden und mir das zu versuchen auszureden. Weil ich würde dann sagen, alles gut gemeint, Dankeschön, aber habe ich keine Lust drauf. Nora, verstehst du das? Ich kann es verstehen, dass man das möchte, aber ich finde es nicht richtig. Da spielt aber auch mein christlicher Glaube eine Rolle, dass ich denke, ich als Mensch sollte darüber nicht urteilen. Aber das ist doch eine ganz große, also ne, dass gerade die Kirche oder häufig in dieser Beantwortung dieser Frage immer noch ein religiöser Hintergrund ist. Das ist doch quasi wirklich absurd, gerade in Bundesländern, wo ich weiß gar nicht, der Anteil der Kirche, es ist eher eine Minderheit, dass die da noch mitredet, finde ich eher schwierig. Also Anteil der Kirche ist eine Sache. Ich bin auch nicht in der Kirche und trotzdem würde ich auf jeden Fall Anteil von religiösen so Menschen. Rede mit so vielen Leuten gerade über das Thema. Aber ich verstehe alle drei Perspektiven. Was mir dabei fehlt, ist die Bestimmung über andere Menschen. Und das da kriege ich die Bauchschmerzen. Niemand von uns Sechsen, die hier stehen, hat das Recht, jemandem zu sagen, dein Wunsch zu sterben zählt nicht. Natürlich habe ich das Recht, ihm Hilfeangebote zu geben, aber meine, nicht umsonst ist die Suizidrate, glaube ich, gerade im Medizinbereich relativ hoch, wo Menschen arbeiten, die wissen, wie Sachen am Ende ausgehen. Und ich glaube, diese Gewalt zu verhindern gegen sich selbst und gegen seine Mitmenschen, das ist für mich ein Hauptgrund, weswegen ich hier stehe und sage, bitte lasst das zu und lasst uns nach einem Weg suchen, wie Menschen, die alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, friedlich sterben dürfen. Ich finde, das ist so ein bisschen das Prinzip, wie wenn der Laptop kaputt geht und man schweißt ihn halt weg. So heutzutage ist es halt so. Früher hat man die Sachen irgendwie repariert. Das ist jetzt ganz böse gesagt, okay. Aber ich finde schon, dass... Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Ja, aber es ist mittlerweile ja schon der Gedanke irgendwie so da. Das ist genau das Gegenteil. Wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ja. Also und da, natürlich in der Krebsforschung, die Fortschritte sind immens natürlich in den letzten Jahren. Ich habe in meiner Arbeit ALS-Patienten begleiten dürfen und müssen und zu sehen, wie die wirklich, also selbst mit palliativer Betreuung ist das, glaube ich, zumindest für mich eine Erkrankung, die viel, viel Leid mit sich bringt. Selbst mit einer guten medikamentösen Einstellung. Die ersticken einfach irgendwann. Erik, ich muss euch leider kurz unterbrechen. Da würde ich gleich direkt zu dir kommen, Benedikt. Du hast dich nämlich dafür eingesetzt, dass auch Ärztinnen erlaubt wird, Menschen beim Sterben zu helfen. Unter welchen Voraussetzungen würdest du das denn bei einem Patient oder einer Patientin machen? Ja, ich bin in der Palliativmedizin tätig und das ist eigentlich ein Lebenshilfeverein. Aber ich möchte auch nicht mit Strafe rechnen müssen, wenn ich in Einzelfällen bereit bin, diesen Weg mitzugehen. Ich werde immer versuchen, Patienten, die mit einem Wunsch nach Sterbehilfe zu mir kommen, die Menschen im Leben zu halten und sie zu begleiten und den natürlichen Krankheitsverlauf zuzulassen. Aber es gibt Situationen, in denen kann ich nachvollziehen, dass Menschen den Weg bis zum Ende dieser Krankheit nicht gehen müssen. Und ich möchte mich einem solchen Wunsch dann nicht verschließen. Du hast gerade strafbar gesagt, also dass du dich nicht strafbar machen möchtest und dass andere Ärztinnen sich nicht strafbar machen möchten. Gab es denn mal diese Situation, dass du einen Patient oder eine Patientin hattest und du gemerkt hast, wenn es jetzt möglich wäre, dann wäre das die bessere Möglichkeit für diese Situation gewesen oder der Patient, die Patientin hat sich das total gewünscht? Ich bin ausdrücklich kein Sterbehelfer. Das ist einfach auf meine berufliche Situation bezogen, in der ich
auch unausweichlich, ja, weil das ja meine Patienten sind, mich damit beschäftigen muss. Mhm. Und das würde ich eben gerne in den Beratungsgesprächen ergebnisoffen machen können. Und wenn ich der Auffassung bin, dass das eine eben wohlerwogene und frei verantwortete Entscheidung ist, eben ohne auch Druck von außen. Und das können wir, glaube ich, beurteilen, wenn wir die Patienten eng betreuen. Wir kennen dann auch das Umfeld. Dann für mich zu entscheiden, ja, das kann ich mitgehen. Und gab es da mal eine konkrete Situation? Ja, natürlich gab es das. Und es gab auch eine Situation, dass ich jemanden weggeschickt habe, weil ich mir nicht sicher war, wie das weitergeht. Wie steht ihr denn zu dem, was Benedikt jetzt gerade gesagt hat? Bewegt euch das irgendwie nach vorne oder nee? Er hat natürlich recht, aber er hat natürlich Unrecht, wenn er suggeriert, dass es verboten sei oder gewesen wäre. Auch zu 217, wenn man die Begründung zu dem Paragraph gelesen hat, stand ja eindeutig drin, dass Nahestehende, womit Ärzte, die nahestehend sind, auch gemeint waren. Es hat nicht ein einziges Verfahren mit dem 217 in 5 Jahren gegeben. Und es hat auch, seit es überhaupt auch Berufsrecht gibt oder wie auch immer in Deutschland, noch nie ist ein Arzt in irgendeiner einer Form belangt worden wegen unzulässiger Form der Sterbehilfe. Da gibt es nicht einen einzigen Fall, aber spätestens jetzt hast du doch alle Freiheiten, Menschen beim Suizid zu begleiten, so wie es jeder andere Mensch auch kann, eben nicht nur Ärzte, die vielleicht auch nicht immer die richtigen sind, um das herauszufinden, ob dein Sterbewunsch ernsthaft ist. Aber du kannst es tun. Da sind wir ganz beieinander und ich habe eben auch andere Informationen und andere Auskünfte, dass die Zeit 15 bis 20 eben nicht so gefahrlos gewesen ist oder gewähre für uns Ärzte. Und natürlich war es bis 2015 straffrei. Klar, ich stimme dir zu. Geht es nicht auch so ein bisschen darum, ob es eben ein langer, qualvoller Tod ist oder ob man sich davon vielleicht erlösen kann, Benedikt? Einen langsamen, qualvollen Tod, den muss es ohnehin nicht geben. Da wird schlechte Medizin betrieben. Unbarmherzige, schlechte und wahrscheinlich inkompetente Medizin. Wenn Menschen in sterbensnaher Situation, da wird immer von Koterbrechen gesprochen, da wird von schwerster Luftnot gesprochen. Wenn man die nicht vernünftig behandelt, dann macht man sich ja strafbar. Denn das kann man und das konnte man auch vor 20, 30, 40 Jahren schon, wenn man sich ein bisschen mit Medikamenten auskennt und auch weiß, dass man sehr hochdosiert auch Medikamente geben darf, die das Bewusstsein zum Erlöschen bringen und auch in Kauf nimmt, dass die Menschen dann eher sterben. Aber das ist eben nicht das Problem, weswegen ich hier stehe. Das Problem ist nicht sterbensnah und leidvoll, sondern sterbensfern und leidensfrei. Ich finde, man redet immer so viel drüber, ja, kann ich den Selbstmord dann möglichst schmerzfrei machen oder sowas? Ich finde, es sollte viel mehr Wert drauf gelegt werden, den zu verhindern. Weil ich finde es krass, dass ich mit meiner Geschichte alleine schon, ich könnte es aufzählen, wie viele Leute schon zu mir gekommen sind und gesagt haben, wegen dir, weil ich sehe, dass du doch in einer schwierigen Situation, in einer leidvollen Situation sogar noch glücklich leben kannst. Deswegen möchte ich mich nicht mehr umbringen. Und das finde ich halt richtig krass, wenn ich sowas höre. Dann denke ich, dann sind die ganzen Gesetzesentwürfe eigentlich mal Nebensache. Man sollte eher mal vielleicht sich darauf fokussieren, wie kann man auch psychologisch oder eben über den Glauben oder wie auch immer Leute vom Selbstmord abbringen. So, ich würde nicht abstreiten, dass jetzt das nicht schön ist, wenn sich jemand vor den Zug wirft. Ja, ein Kumpel von mir arbeitet bei der Bahn. Das sollte auf jeden Fall verhindert werden. Aber nicht in dem Sinn, dass man sagt, okay, ich komme zu dir nach Hause und gebe dir die Spritze, sondern indem man das komplett, das Problem angeht. Das ist so eine Ursachenbekämpfung irgendwie. Ich finde, man sollte eher das Problem angehen. Ja, super. Dem möchte ich mich gerne anschließen, weil ich kenne selbst Depressionen, Angststörungen. Ich kenne viele andere Betroffene. Ich selbst kenne Menschen, die durch den Suizid gestorben sind. Und ich kenne auch selbst Suizidgedanken bzw. auch einen Suizidversuch. Ich bin gegen die Sterbehilfe, vor allem bei psychischen Erkrankungen, weil ich überzeugt davon bin, dass wir die Möglichkeiten der Prävention als auch der Behandlungen noch nicht vollkommen ausgereizt haben. Wir sollten viel mehr Energie, Zeit, Geld, was auch immer, in die Prävention und die Behandlung von körperlichen wie auch psychischen Erkrankungen stecken, anstatt zu sagen, komm her, hier kriegst du eine Pille. Geht ihr einen Schritt auf Nora zu? Ich bin jetzt ein bisschen am Treten hier, weil ich denke, natürlich, da musst du doch nicht drüber in den Ring gehen hier. Da sind wir doch alle bei dir, dass wir gravierende Defizite haben im Umgang mit Kranken, mit alten Menschen. Wird aber nicht thematisiert im Fernsehen und sonst wo. Also man sieht es so wenig Berichte darüber. Sterbehilfe ist so ein riesiges Thema. Der Punkt, dass sich viele auch gar nicht trauen, vielleicht mal zum Psychologen zu gehen oder wo auch immer hinzugehen, sich Hilfe zu holen. Ich finde, das kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Also. Aber du musst es ergänzen. Es geht ja weiter. Ne? Also ihr sprecht aus medizinischer Sicht über Angebote. Wenn alle Menschen mit einer tödlichen Diagnose einen Hospizplatz in Deutschland in Anspruch nehmen würden, dann würden die Hospize, also die haben jetzt zumindest in den großen Städten
überall Wartelisten. Und dennoch kommt es aber immer wieder auf einen Punkt. Wenn ich in Kenntnis, kann ich jetzt keine Sterbehilfe anbieten, weil die Hospiz wenn ich in Kenntnis all dieser Punkte, ich weiß, ich kann in ein Hospiz gehen, ich weiß, ich kann von einem guten Palliativmediziner betreut werden, immer noch sage, ich möchte diesen Leidensweg nicht gehen. Ja, die Frage, es geht immer um diese Gruppe. Es geht nicht um Menschen, wo es verhindert werden kann, weil sie durch einen guten Psychotherapeuten gerettet werden, wo man sich über jeden freut, dem es besser geht. Jede Geschichte wie deine ist toll. Aber es gibt dennoch Menschen, die sterben an ihren Erkrankungen und wollen auf diese Art und Weise nicht sterben. Ja, aber er hat ja jetzt vor allem von sterbensferner Sterbehilfe geredet, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, dass der Tod eigentlich noch gar nicht so nah ist und man vorher ausscheiden will. Genau. Und das ist dann bei mir so dieser Gedanke, die Angst vor dem Leid kann oft größer sein als das Leid selber. Nora, warum sagst du denn, dass es für dich fatal gewesen wäre, wenn zu dem Zeitpunkt es schon möglich gewesen wäre, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich inzwischen zu mir und meinem Leben gefunden habe. Ich bin glücklich in meinem Leben. Ich bin stärker aus der Krise herausgetreten und könnte das alles nicht erleben, wenn ich damals die Pille genommen hätte. Wenn du dir einen Anspruch hättest nehmen können, dann hättest du es gemacht. Auf jeden Fall. Und ich habe spontan im Vorfeld auf Instagram meine Community gefragt. Einfach mal so, Mensch, wenn ihr vor ein paar Jahren in der depressiven Krise die Chance gehabt hättet, assistierten Suizid, hättet ihr das gemacht? Und wenn ihr aber heute noch lebt, seid ihr froh, dass es das damals die Möglichkeit noch nicht gab. Und zwei Drittel der Befragten haben gesagt, so, sie hätten das wahrgenommen, sie sind aber heute froh, dass es die Möglichkeit nicht gab. Und das finde ich wichtig zu sehen. Na klar, gibt es auch das andere Drittel, die gesagt hätten, so, ja, ich habe es gemacht und ich finde es blöd, dass es damals die Möglichkeit noch nicht gab. Ich verurteile keinen Menschen, der Suizid begeht. Ich fände es auch total falsch, wenn das wie früher unter Strafe stünden würde. Ich finde es aber falsch, das geschäftsmäßig zu machen. Mhm. Könnt ihr da zustimmen? Versteht ihr ihren Punkt? Dann könnt ihr einen Schritt auf sie zugehen. Ja, es ist natürlich die schwerste Situation, die es zu beurteilen gilt. Ob sie frei verantwortlich ist, ob sie wohl überlegt ist. Du sprachst von der depressiven Krise. Wer in der Lage ist, das zu erkennen, der wird natürlich einen solchen Weg nicht mitgehen und er dürfte ihn auch nicht mitgehen. Weil wir die Freiverantwortung brauchen, das Wohlüberlegte und die Nachhaltigkeit. Und ich weiß nicht, ob man da grundsätzlich sagen darf, nein, psychiatrische Diagnose schließt Suizidassistenz aus. Auch da gibt es einen Leidensweg, ständig Medikamente einzunehmen und trotzdem natürlich immer wieder mal einzubrechen. Ich würde gerne dazu sagen, ich hatte nicht eine einmalige depressive Krise, sondern kennt's meiner Kindheit. Ich war mehrmals in ambulanter Therapie, in Tageskliniken, mehrmals in der Psychiatrie. Ich habe verschiedene Antidepressiva genommen. Ich bin seit 4 Jahren stabil. Ich bin jetzt 36. Mit ca. 32 Jahren fand ich so für mich den Weg. Aber seit meiner Kindheit kenne ich die Symptomatiken. Dazu auch generalisierte Angststörungen mit Panikattacken. Es gibt Phasen in meinem Leben, da konnte ich nicht alleine einkaufen gehen, S-Bahn fahren oder was auch immer. Man war auf die Unterstützung meines Partners oder eben FreundInnen darauf angewiesen. Aber zum Beispiel jetzt sagst du, bist du 4 Jahre lang stabil. Ja. Du würdest ja von dir behaupten, dass du in der Lage bist, frei verantwortlich einen Willen zu formulieren. Ja. So. Und dann hättest du die Möglichkeit, dann doch diesen Schritt zu gehen, um vielleicht nicht in weitere Krisen zu gelangen. Wie ich das bewerte, dass ich da auch massivste Bauchschmerzen bei hätte, ist völlig unbenommen. Aber die Rechtslage ist nun mal so, dass man das dann dürfte. Und ich glaube eben nicht, dass man aufgrund deiner psychiatrischen Diagnose dir dieses Recht vorenthalten sollte. Boah, das finde ich jetzt eine krasse Aussage. Also das will ich jetzt mal auf Deutsch gesagt. Du solltest jetzt entscheiden können, nur weil du eventuell wieder Depressionen kriegen könntest. Willst du dich jetzt umbringen? Ich habe die Veranlagung. Ne? Also ich hatte die rezidivierende, zu gut Deutsch kann man auch chronisch sagen, Veranlagung, Depression. Und ich weiß, dass ich gefährdet bin, dass ich besonders auf mich achten muss, wenn es irgendwelche Schicksalsschläge gibt, sage ich mal. Aber jetzt zu entscheiden, in 3 Jahren... Könnte wieder eine Krise kommen und ach nee, ich sag mal lieber, ich sterbe lieber gleich. Wo kommen wir da hin, wenn wir so handeln? Das finde ich einfach total unethisch. Brigitte, verstehst du diesen einen Punkt? Ich denke, bei
Depressiven ist es noch mal eine andere Sache. Wie man da sicherstellen kann, dass es eine wirkliche Entscheidung von innen heraus ist und dass er zurechnungsfähig ist, sagen wir mal so. Das ist anders, als wenn jemand wirklich aus dem Innersten heraus zurechnungsfähig entscheidet, ich möchte nicht mehr leben. Also, und ich denke, ja, wer da psychische Probleme hat, den muss man schon mehr beschützen, sag ich mal so. Also dem würde ich jetzt nicht für nächste Woche einen Termin geben und sagen, okay, wir machen das. Dann könntet ihr eigentlich einen Schritt auf sie zugehen, weil ich glaube, ihr seht das auch so. Ich weiß nicht. Ich finde es schwierig, dass wir psychische Krankheiten anders bewerten als körperliche, weil wir sagen, dann können sie nicht mehr entscheiden. Ein psychisch Kranker darf auch zu einer Operation einwilligen. Also ich bin da ein bisschen bei dir. Ich finde es schwierig, das zu unterscheiden. Und ich finde auch, dass wir Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht Rechte absprechen dürfen, die andere haben. Also das merkt man ja. Wenn ich sage, mein Sohn hat eine Hüft-OP, dann gucken nicht alle an und haben Mitleid. Wenn du sagst, er hat aber eine psychische Erkrankung, dann ist die Stimmung erstmal anders. Also wir gehen gesellschaftlich mit psychischen Erkrankungen fürchterlich um. Und deswegen, glaube ich, können wir da keine Unterschiede machen. Was denkt ihr denn? Sollten auch Menschen mit psychischen Erkrankungen Sterbehilfe in Anspruch nehmen können oder eher nicht? Wir kommen jetzt zur Kompromissrunde, damit ihr bestenfalls gleich alle hier steht und euch in einigen Punkten einig seid und gemeinsam Lösungen findet. Ich habe jetzt erstmal einen Lösungsvorschlag für euch. Können wir uns darauf einigen, dass wir offizielle und vom Staat kontrollierte Beratungsstellen brauchen, die mit Hilfe von bzw. Ärztinnen, Psychologinnen, SozialarbeiterInnen entscheiden, wer Beihilfe zum Suizid nehmen darf und wer nicht? Wenn ihr sagt ja, dann könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zukommen. Ihr habt euch gar nicht bewegt. Nee, dass es eigentlich gar nicht die Frage sein sollte, ob diese Option da ist. Ich habe auch immer wieder gehört, dieser Punkt, dass es schlimm ist, bei Angehörigen Suizid mitzuerleben. Ich glaube, dass halt genauso diese Schuldgefühle auch da sein können, wenn das selbstbestimmt passiert. Und ich glaube, dass man da irgendwie, das Suizid ist einfach keine Lösung. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch gegenseitig nochmal zu überzeugen, weil das ist ja hier ein bisschen das Ziel. Ihr könnt euch jetzt jeweils, beide Seiten, für eine Minute die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was wäre ein Vorschlag, ein Lösungsvorschlag für euch beide. Lass mal ein bisschen kurz einen Gedanken machen. Wo wir uns einig sind, entspricht. Dass wir Sterbehilfe vereinwende, sage Leute, das und das habe ich vor. Polarisierten Diskussion wegkommt, gut und schlecht. Okay, wir haben jetzt nach dieser Diskussion gemerkt, es ist gar nicht so einfach, dieses ganze Thema um Sterbehilfe zu lösen. Also falls ihr jetzt einen Kompromissvorschlag habt, den ihr gerne hier genau jetzt vorschlagen würdet, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber da haben wir halt nur Unterschiede. Also ja, so ähnlich. Ja, das klingt hervorragend. Wollt ihr anfangen? Habt ihr einen Lösungsvorschlag? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, also zumindest erstmal ist es ein Ansatz, zu einer Lösung zu kommen. Wir haben gefunden, dass wir eine Diskussion, eine breite gesellschaftliche Diskussion von Kindergarten über Arbeitsplatz bis sonst wohin brauchen zu diesen Themen, ohne diese Polarität in die religiös Vernagelten und die wild absurd Freiheitsdenkenden, dass wir von diesem Schwarz-Weiß wegkommen müssen, um zu einem Weg zu kommen. Würdet ihr da zustimmen? Ich würde zustimmen, dass wir sagen, niemand, der mit der Thematik verbunden ist und der angesprochen wird, hat doch den Wunsch, dass dieser Sterbewunsch sich realisiert, sondern dass wir natürlich alle zwar vielleicht ergebnisoffen, aber doch von der Intention her das Ziel haben, dass der Mensch sich nicht umbringt. Das ist doch, glaube ich, Konsens für alle. Aber dann könnt ihr eigentlich jetzt wirklich alle einen Schritt aufeinander zugehen. Nein, weil das einfach nicht stimmt, dass das niemand will. Du nicht und keiner hier. Aber es gibt auch andere Leute, die, das hat ja was mit Macht zu tun, andere zum Tod zu führen. Das sind ja auch alles Leute, die psychologisch nicht manchmal selber Hilfe brauchen. Aber ich glaube, das sind jetzt keine Größenordnung, über die man sich jetzt hier Gedanken machen muss. Ich glaube, eine Sterbehilfevereinigung, damit habe ich auch meine Schwierigkeiten. Es sollte eine gute und natürlich auch kostenlose Möglichkeit geben und niedrigschwellige Möglichkeit geben, sich Beratung zu holen auf ganz vielen Ebenen. Das ist jetzt euer Vorschlag? Genau. Okay. Ja, man kann es auch nicht so verkürzen, jetzt auf eine Minute jetzt so ein Riesenproblem, dass wir jetzt mit einem klaren Urteil, mit einem weit reichenden Urteil haben, jetzt in die Praxis umzusetzen. Das geht einfach in diesen 1-2 Minuten jetzt so nicht. Ja? Aber ich denke, uns verbindet, glaube ich, die Intention, dass wir möglichst versuchen, die Menschen im Leben zu halten. Und, ja, das würde ich auf jeden Fall zustimmen. Dann könnt ihr einen Schritt aufeinander zugehen. Ich glaube, es ist eine viel größere Sache. Es muss in was viel Größeres eingebunden sein. Und das haben wir ja kurz angesprochen.
Ausbau der Hospize, Beratung etc. etc. Die Gesellschaft muss auch lernen, anders mit dem Tod umzugehen, ihn nicht jetzt immer nur als Feind anzuschauen, sondern als Baustein des Lebens, als letzten Baustein des Lebens, der das Leben dann abrundet, der den Kreislauf des Lebens schließt. Ja, da stimme ich voll zu. Also gerade in der jungen Generation auch, dass so wenig über den Tod überhaupt nachgedacht wird. Und dann, wenn es eben mal soweit ist, dann muss man ganz schnell irgendeine Entscheidung treffen oder sowas. Ja. Um sich da bewusst zu sein, so jeder Tag könnte der letzte sein, auch heute, wir wissen es ja nicht genau. Und am Ende hat man es eben nicht in der Hand. In manchen Fällen kann man es vielleicht sagen, aber das fände ich voll schön, wenn das in der Gesellschaft auch ein bisschen thematisiert wird und ja, da einfach offen drüber diskutiert wird. Und das fand ich heute voll schön. Genau, ich auch. Ich danke euch auf jeden Fall für die Diskussion. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr spannend. Danke euch. Ja, war schön. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke euch. Danke auch. Ja. Dankeschön. Was soll man sagen nach so einer Diskussion? Also ich glaube, wir alle haben heute noch mal gelernt, wie emotional und sensibel und auch individuell dieses Thema ist. Und gerade durch diese individuellen, persönlichen Geschichten merkt man dann auch noch mal, wie schwer es ist, wirklich eine Regelung dafür in der Zukunft zu finden, weil eben bei jedem die Probleme und die Geschichte anders ist. Haben euch Argumente überzeugt? Vielleicht denkt ihr ja jetzt sogar anders über das Thema. Ist nicht selten so bei 13 Fragen. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da. Das könnt ihr hier machen. Hier oben findet ihr ein weiteres Video von 13 Fragen und hier ein weiteres Video zum Thema.